17. Dezember, zwei Hühler helfen aus. Wer ist da? Fragt der Herr Flocke in die Stille vom Wald. Zuerst bleibt alles ruhig. Dann hören sie ein Rascheln und Knacksen. Viel lauter als noch vorher. Die Rosalie zittert und der Herr Flocke bleibt stocksteif stehen. Ein kleiner Wolf tritt aus der Dunkelheit vom Wald ins Mondlicht und schaut die beiden mit grossen, traurigen Augen an. Eine Träne tropft seine Backen ab und in Schnee. Die beiden Freunde atmen zuerst ganz erleichtert auf. Dann merken sie, dass etwas nicht stimmt. «Ist alles in Ordnung?» fragt der Herr Flocke. Statt zu antworten, bricht der kleine Wolf in Tränen aus. «Was hast du denn?» fragt Rosalie. «Ich suche meine Familie», sagt der kleine Wolf. «Ich kann aber nicht richtig heulen und darum können sie mich nicht finden.» Er hat sich ganz stark erkältet und seine Stimme, die sonst so laut durch den Wald hallt, ist nur noch schwach und kaum zu hören. Die Rosalie und der Herr Flocke haben Mitleid mit dem kleinen Wolf und wollen ihm natürlich gerne helfen. Doch wie sollen sie echt das machen? «Vielleicht brauchst du ein bisschen Wärme», sagt Rosalie schliesslich. «Genau», sagt der Herr Flocke und schenkt ihm auch grad sein flauschig warm Schal. «Vielen Dank dir zwei», sagt der kleine Wolf leislich. Jetzt, da er nicht mehr allein ist, geht es ihm gerade ein bisschen besser. Aber so richtig heulen kann er immer noch nicht. Traurig schaut er zum Boden. «Weisst du was?» sagt der Herr Flocke. «Wenn du nicht kannst heulen, dann heulen wir eben für dich.» Die Rosalie nickt begeistert und lacht. Dann holen sie die Luft und geben ein piepsiges Gehäu von sich und der Herr Flocke stimmt mit ein. Die beiden heulen so laut und durchdringend, dass ihnen ganz schwindlig wird und plötzlich knackt es im Unterholz und ein paar bernsteinfarbige Augen funkeln ihnen aus der Dunkelheit entgegen.